Energieverbrauch, der mit CO2-Emissionen verbunden ist. Im Energiebereich sind das vor allem energieintensive Dinge, die wir fürs gute Leben gerade nicht brauchen. Zum Beispiel Rüstungsindustrie oder SUVs. Dass Menschen aus Klimazerstörung Profit schlagen. Dass die Energieversorgung kleinteilig ist, dass ich einen Bezug dazu habe, wo meine Energie herkommt, dass vielleicht das Haus, in dem ich lebe, die Energie selber herstellt. Jetzt auch das, was ich an Energie vielleicht dann verbrauche oder an Komfort habe, die ich einfach brauche, wenn ich so uralt bin. Ne? Also wenn ich weiß, das ist umweltfreundlich und nicht klimaschädigend. Um meine Vision für 2048 umzusetzen, braucht es einen langen, wahrscheinlich auch sehr aufwendigen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess darüber, wie wir zusammen leben wollen und im Energiebereich auch darüber, wo wir welche Ressourcen einsetzen wollen. Der Schwung, den wir zurzeit haben bei Fridays for Future, bei Initiativen von unten, die die Sache in die Hand nehmen, dass der sich deutlich ausweitet und so eine positive Energie auch im Zusammenleben hat und dass damit auch der Wandel bei der Energieversorgung sozusagen als Nebeneffekt mit passiert. Ganz konkret brauchen wir einen sofortigen Kohleausstieg. Das reicht natürlich nicht, wir müssen komplett aus der fossilen Energie aussteigen. Außerdem brauchen wir eine Energieversorgung, die nicht mehr von großen Konzernen gesteuert wird, sondern die dezentral und solidarisch ist. Also irgendwie so greifbare Erfolge. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache.